Frage kam rein: Wie sieht das aus? Ich bin hier ganz neu auf Facebook. Wie finde ich denn hier jetzt auf Facebook meine Verwandten, die irgendwo im Ausland leben? Wo finde ich meine Freunde, meine ehemaligen Mitschüler, meine ehemaligen Kollegen? Wie, wo finde ich die denn? Relativ leicht, gibt es verschiedene Wege. Punkt 1: Während du dein Profil anlegst, gibst du Informationen preis. Wo wohne ich? Wo habe ich gearbeitet? Wo bin ich zur Schule gegangen? Manche möchten das nicht aus Datenschutzgründen. Da kann ich nur sagen, ihr gutes Recht. Allerdings erschweren sie dadurch, gefunden zu werden und vor allen Dingen erkannt zu werden. Kann also manchmal schwierig sein. Bei mir ist sehr viel ausgefüllt worden von mir, ganz bewusst. Ich möchte das so, weil ich es eben auch beruflich nutze, sowohl beruflich als auch privat. Dementsprechend habe ich diese ganzen Angaben gemacht. Und Facebook schlägt mir dann aufgrund dieser Dinge dann etwas vor. Die Personen, die beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt gewesen sind, die die gleiche Schule besucht haben zum Beispiel oder die im gleichen Ort wohnen, da besteht eine mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen mir vielleicht schon mal über den Weg gelaufen sein könnten und da eventuell ein Interesse daran besteht meinerseits und vielleicht dann auch auf Seiten der anderen Person, da einen Freundschaftskontakt innerhalb von Facebook herzustellen. Zweite Variante ist hier die direkte Suche. Da gibt es hier ein Suchfeld und da gibst du dann einfach den Namen ein. Ich bleibe mal bei meinem eigenen Namen. Ich gebe hier jetzt einfach mal Carmen Splitt ein. Logischerweise ist das hier schon vorgegeben. So, wähle dann aus. Ja, Carmen Splitt, okay. Und dann wird hier alles zum Thema Carmen Splitt angezeigt, was auf Facebook innerhalb von Facebook veröffentlicht wurde. Also nicht außerhalb von Facebook, irgendwo anders im Internet, sondern nur das, was hier auf Facebook veröffentlicht wurde, zum Namen Carmen Splitt. Alle, dann die Beiträge, die von mir verfasst worden sind oder von jemandem, der Carmen Splitt heißt, die Personen, die es mit diesem Namen gibt, Fotos, Videos, Marketplace-Beiträge, Seiten, Orte, Gruppen, Apps, Veranstaltungen. Ganz viele Begriffe gehen wir auch mal alle Stück für Stück durch, aber nicht jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt auf Personen und Seiten. Seiten erkennst du hier dran. Hier steht jetzt gefällt mir. Also in dem Fall gefällt dir, weil ich natürlich meine eigene Fanpage geliked habe, logischerweise. Andere tun das auch und dann dementsprechend sieht man hier dann gefällt mir, draufklicken, ändert sich dann in gefällt dir und dadurch hast du dann eine Seite geliked. Bei Personen sieht das anders aus. Du siehst hier, das ist Seiten. Ich gehe jetzt mal hier auf Personen. Welche Personen gibt es mit dem Namen Carmen Splitt? Da gibt es nur mich. Das ist einmal hier. Und dann gibt es noch andere Personen mit ähnlichen Namen. Dann gehst du als nächstes, wenn du also so mehrere Personen zur Auswahl hast und nicht anhand des Bildes erkennen kannst, dann musst du natürlich an irgendeiner anderen Information herausfinden, ist das denn jetzt nun meine Carmen Splitt, die ich hier suche, oder ist das eine andere Carmen Splitt, die gar nichts mit der Person zu tun hat, die ich jetzt hier gerade versuche zu finden. Deswegen klickst du auf den Namen und siehst dir dann die Chronik an. Du guckst dir an, okay, welche Infos sind hinterlegt. Das machst du als erstes. Dann guckst du als nächstes unter mehr, welche Veranstaltungen, ist die schon mal irgendwo ortstechnisch vielleicht irgendwo bei mir in der Gegend gewesen? So ein bisschen so eingrenzen. Also wäre das jetzt ein Carmen Split aus Australien oder aus Amerika, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um mich handelt, die ich in der Lüneburger Heide lebe, dann doch eher gering. Ja, also das so, ne? Und was du dann auch noch machen könntest, hier nochmal auf Freunde gehen und gucken, wer ist sonst noch mit dieser Person befreundet? Erkenne ich da jemanden wieder? Ist das ein ehemaliger Nachbar? Dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du bei der richtigen Carmen Split gelandet bist. Wenn du das dann herausgefunden hast, so ein bisschen eruiert hast, ja, passt, ja, das ist sie, genau sie habe ich gesucht, dann gehst du hier drauf und sagst dann hier, ups. Das steht hier jetzt natürlich nicht, logischerweise. Du hast hier dann die Möglichkeit zu sagen, Freundschaft annehmen. Es ist mein eigenes Profil, deswegen kann ich bei meinem eigenen Profil natürlich keine Freundschaftsanfrage bestätigen
oder an mich selbst eine Freundschaftsanfrage stellen, ist irgendwie logisch. Aber wenn es jetzt eine andere Person wäre, würdest du jetzt hier die Möglichkeit haben zu sagen, Freundschaftsanfrage stellen oder Freund, Freundin hinzufügen. Und da klickst du drauf und dann kommt bei der anderen Person eine Freundschaftsanfrage an und dann erscheint hier eine Nachricht unter Freundschaftsanfragen. So findest du also Freunde und Freundinnen. Und dann eben nächster Punkt, immer mal, wenn dir dann jemand eine Freundschaftsanfrage bestätigt hat, dann einfach draufklicken bei dessen oder deren Freunde, mal gucken, wen kennst du denn da noch aus der Runde, noch ein weiterer Arbeitskollege vielleicht dabei, den du jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hattest, oder vielleicht hat sich auch irgendjemand vom Namen her verändert, dass ein Mann oder eine Frau geheiratet hat und einen anderen Familiennamen trägt, aber das Bild erkennst du wieder. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie du Freunde findest. Ja, das dazu. Wenn du noch weitere Fragen hast, melde dich. Stück für Stück gehen wir alles durch.